Kuckuck, moin moin ihr Lieben, da sind wir wieder und wir stehen immer noch hier rum. Nein, ich bin jetzt also kein Tag hier stehen geblieben, wie ihr seht ihr, ich produziere ja immer vor. Wir hatten jetzt gerade den Anhänger leer gemacht und ich hatte eigentlich total vergessen, dass ich ja noch ein Feld zu machen habe. Also tauschen wir diesen ganzen Lack jetzt mal. Und den können wir dann auch gleich mal zum Saubermachen hinfahren. Genau so habe ich mir das gedacht. So, brr. So. Durchs Fahrzeug tappen wir uns durch. Und sehen, und sehen, und sehen. Ja, dann können wir auch schon mal anfangen, den sauber zu machen. In der Zeit, der noch arbeitet. Steh auf dem Hochdruckreiniger. Und nö. Den Mähdrescher müssen wir natürlich auch sauber machen. Also das ist ein Klaas Axial Flo 7130. Maximale Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. So, jetzt sehen wir es auch wenigstens mal. Wie ihr seht, habe ich die Grafik runtergeschraubt. Deswegen ist die Textur nicht so schön. Normalerweise ist sie viel schöner. Aber es bringt mir nichts, wenn sich das Spiel andauernd aufhängt. So. Ein schöner Case. Also ein bisschen reinigen müssen wir schon mal. Das geht sonst nicht. So. Dann kann der wieder auf seinen Parkplatz, wo er hingehört. Ja, das will ich auch mal hinkriegen. Muss ja alles so ein bisschen seine Ordnung haben, ne? So, da machen wir mal das G für die Geräteauswahl nach vorne. Sagen wir mal V, damit die Kinder nicht ins Mähwerk reinrennen. So. Und I, wie E-Mail. Prima. Durchzappen. Durchzappen, der ist noch am Gange. Dann machen wir den auch gleich sauber hier, ne? Schon der hinten noch am Arbeiten ist, dann habe ich mir gedacht, dann können wir den hier schon mal reinigen. Ja, wir müssen so ein bisschen effizient arbeiten, ne? Oder wie nennt man das? Ja, klappt doch hier. Wunderbar. Dicken Reifen sauber. Müssten wir das Gewicht auch noch sauber kriegen, dann bin ich zufrieden. Ah, sieht gut aus. Ich glaube, meine Katze, die hat sich jetzt auch ein Plätzchen gesucht zum Schlafen.
Guck mal. Geht doch gut. Gucken, ob wir die Anhänger auch sauber kriegen. Die stehen auch immer zu, meine Güte. Voll Kram drauf. So, jetzt haben wir da hinten noch so einen Schmutzfink. Ja. Ich denke mal, bis zur nächsten Ernte können sie dann sich erstmal erholen. Aber ihr wisst ja, ne? Gerätschaften, Maschinen, die man braucht, müssen auch gereinigt werden. So ist das im Leben. E wie Emil. Nun fahren wir den Rotzel mal weg. Da hinten erscheint auch fertig zu sein. Oder hat er einen Bums gebaut? Muss ich gleich mal gucken. Da kümmern wir uns dann gleich drum. So, seht ihr, wie ihr seht, sind gerade ziehen in den Scheiß. So. So stehen sie nicht im Weg rum. So, dass auch der richtige abgekoppelt wird. Genau, gucken, genau. Und so können wir den Trecker jetzt auch reinstellen. Na, guck mal, Leute, jetzt haben wir sogar schon ein bisschen sauber gemacht. 17.58 Uhr, 18 Uhr. Ja, ist auch eine schöne Arbeitszeit, wenn die mal zu Ende geht. Also im Real Life mache ich auch so 6, 5, 7 spätestens. Ja. Miles, du musst ordentlich fahren. So. Nee. Rein mit dir. So. Gut. Ewi aussteigen. Guck ich da dran vorbei. Ja, geh ich unten lang. Puh. Tapsen wir wieder durch die Fahrzeuge. Ah ja. Der scheint aber fertig zu sein. Am x-ten mal den Kram jetzt mal hier zusammen. Sieht doch gut aus. Und dann kann da jetzt auch seinen Parkplatz wieder einnehmen, den wir ihm ja schon mal gegeben hatten. Nicht den Berg runterkullern, Dio. Nicht den Berg runterkullern. Nein. So, nein, nicht Kuh. Tappen. Ah, so war das. Jetzt können wir das Feld auch zu Ende bringen. Es wird auch langsam dunkel im Spiel. Aber es ist langsam. Kurz nach 6. So, dann wollen wir uns mal auffühlen. Moment. Ach, Scheiße. Mann, diese Juckerei. So, aufgefüllt haben wir uns jetzt auch. Und nun drehen wir uns rum. Schild mal, wie die Sonne untergeht. Cool, ne? Echt genial. Mal kurz stehen bleiben. Brrrt, ich hab gesagt. Stehen bleiben. Guck mal. Schön über die Berge mit der Kamera schwenken.
Diese Bunker habe ich noch nicht voll, die muss ich erst noch. So weit sind wir noch lange nicht. Prima. Gut, dann gehen wir nochmal in die Vogelperspektive. Vogelperspektive natürlich. Und werden so schön mal meine Sachen wieder streuen. Ist das nicht schön? Muss ja auch gedüngt sein. Super, machen wir das. So muss das und nicht anders, wird der Bauer sagen. Was der Bauer nicht kennt, frisst er sowieso nicht. Oder gibt's auch so einen tollen Spruch? Ich krieg schon wieder Hunger, weil diese Nudeln halten ja nicht lange an. Ne? Peter hatte mich noch über Facebook angeschrieben, wollte irgendwas, antwortet aber nicht. Mal gucken. Sowieso jetzt gleich Feierabend mit aufnehmen. Für heute. Wunderschön. So, warte mal, das ist noch ein Flecki. Schöner Sonnenuntergang, yeah! So, da wollen wir nochmal aussteigen. Den hat man doch schon sauber gemacht, den Trecker, oder? Stimmt. Nee, nicht wirklich. So ein bisschen schmuddelig ist er noch hinten. Das geht so nicht. Mit der Mutter sie gerne, ja, nie ist klar. Ach, der hatte die Saatmaschine gefahren, stimmt. So, das trieben in diesen ganzen Rotzel. Habe ich da nochmal was über das Gewicht? So, Mensch, das mit dem Einparken klappt doch heute auch, hoffentlich mal. Oder auch nicht. Oh, Miles.
So, Ivi aussteigen. Jetzt laufen wir da noch rüber. Ach, guck mal, wie schön das mit der Sonne aussieht. Cool. So, dann kriegen wir auch die Saatmaschine sauber. Ich weiß, wir sind jetzt schon über 15 Minuten. Das macht aber nichts. Wisst ihr warum? Weil wir jetzt sowieso erstmal mit dieser Episode durch sind bis zur nächsten Ernte. Jetzt muss das Ganze ja noch wachsen. Ne? Wunderschön. Deutsch fahr. Dann wollen wir mal diese schöne Sache von Amazone sauber machen. Man muss immer eine sogenannte gewisse Grundordnung auch auf dem Hof haben. So cool. Guck mal, wie schön. Ey, geiler Horizont. Jetzt haben wir auch schon gleich 19 Uhr. Und um 19 Uhr, denke ich, darf der beste Bauer auch mal Feierabend machen, oder? Sehen wir. Und jetzt kann diese ganze Geschichte vor sich hin wachsen. So, Ivi Emil aussteigen. Dann gucken wir doch jetzt mal noch mal kurz auf die Information, was wir denn da eingefahren haben. 204 Tonnen Weizen, das ist doch mal Wahnsinn, oder? Für die Felder. Finde ich gut. Ja, das andere muss ja noch so ein bisschen. Dann sage ich jetzt mal einfach auf okay. Und sage, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Und wenn es dann heißt, wir ernten und sehen, trauen sehen uns alle wieder. Hör auf zu singen, Jung, kannst du es eh nicht. Alles klar, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und tschüss.